Hey Leute, hier ist Aldemar mit Mountain Blade Bannerlord. Ich habe ein bisschen weiter gespielt, weil ich habe ein bisschen am Sack bekommen. Und nicht großartig was passiert. Ja, hier sind wir. Wir haben Frieden mit allen Parteien und können jetzt mal überlegen, was wir machen. Oh, warte mal. Warte mal, habe ich die Quest? Establish your claim. Guck mal, so. Ja, es gibt ja Dauerkrieg sobald. Dann machen wir die hier platt. Ja, also was wir brauchen, sind noch mehr. Was? Ach ja, warte mal. Ich habe, glaube ich, irgendwas akzeptiert. Oder was? Ich guck mal gerade. Nee, ist alles okay. Moral ist super. Was auch immer. Ach ja, genau. Ich habe Dingens geholt. Unseren Surrender or Die Brigante. Unseren wunderbaren Hashid. Aber ich werde jetzt keine Armee aussehen mit dem. Andros. Aber mit denen haben wir noch... Haben wir mit denen Krieg? Jetzt bin ich verwirrt. Mit denen haben wir wohl noch Krieg. Gucken wir, ob wir den einholen können. Vielleicht können wir Frieden mit dem machen. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe nämlich angefangen aufzunehmen. Und dann habe ich aufgehört, weil ich ins Bett wollte. Und ich weiß gar nicht... Ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt alles gemacht habe. Ich habe ungefähr 10 Minuten gespielt. Also wir haben jetzt gar nicht verpasst. Habt ihr nicht verpasst. Duration increase with... Oh. Ich glaube, es wird Zeit für eine neue Karawane. Ach, sage ich aber auch schon die ganze Zeit. Andros! Lauf nicht davon! Oh, apropos! Scheiß drauf, wir gehen jetzt nach Hause. Bringen die alle weg und wir gehen wieder Kavallerie rekrutieren in der Steppe. Das schiebe ich schon die ganze Zeit vor mir her. Und wir lösen Ilsits Party auf. Das würde ich auch sagen. Wir lassen nur Yingxi noch agieren, unsere Tochter. Das sind die wichtigsten. Pass auf, das ist eine gute Idee. Relation increased. 1 zu 8. Guck mal hier. Meine Güte. Die machen wir auch noch weg. Wir haben von unserem Hoheitsgebiet nichts zu suchen. In eine Quest. Okay. Machen wir trotzdem die noch weg. Habe ich noch Platz? Gerade so. Alter, und so viele Gefangene. Also wie gesagt, Armee ist nicht das Problem. Kavallerie. Creme de la Creme. So, destroy die... Die sind jetzt bei uns wieder. Wir wissen ja, wie die sind. Es sind noch nicht so viele. Ich lasse jetzt trotzdem mal einen Großteil der Armee hier. Manage Garisone. Oh ja. Können wir auch direkt upgraden, oder? Erstmal. Wir lassen alle Bodentruppen hier. Bodentruppen. Sieht sich so spacig an. Admiral, wir landen alle Bodentruppen auf Planet Lapicus. Wegtreten. Bodentruppen einleiten. Bodentruppen. Bodentruppen. Jetzt habe ich einen vergessen. Toll. Bescheuert labern. Okay, sehr gut. Zack. Fast alle Bodentruppen. Haben wir noch Pferdchen? Wahrscheinlich nicht. Doch! Highwayman. 10 Stück kann ich jetzt alle upgraden. Okay. Machen wir erstmal die Quest. Die Quese. Die ist nämlich Käse. Hä? Immer noch langsam? Ich sollte doch eigentlich jetzt... Oh! Oh! Die Gefangenen sind zu viele. Wer war das denn gerade? Ach, das ist Tanja, ne? Die blöde Bratze. Die Verschwörer, Alter, wohnt bei mir zu Hause. Alte wohnt bei mir zu Hause, ne? Können wir dem helfen? Dann gibt's Bonis. Sehr gut. Bitteschön.
Ich werde auch Jinxi nur Steppenleute geben. Ich glaube, ich nehme die mit. Is it? Sehr gut. Sturgen Peasant. Nein. Ach, guck mal, da ist wieder dieser Bug. Also, es ist immer noch existent. Lustig. Naja, nicht lustig, aber es scheint immer noch echt ein Problem zu sein. Obwohl meine Tochter das, sie sollte das ja eigentlich gewinnen können. Ich sag immer, die soll zu mir kommen. Schwester. Oh Mann, ey, es hört nicht auf, ne? Toll, das funktioniert echt nicht. Aha. Die Quest wäre wahrscheinlich in 0,nix vorbei. So, jetzt die Hauptarmee. Alter. Ob ich verliere? Nee, ich kann nicht verlieren. Ich kann nicht verlieren! Da spielen wir. Ja, ich finde das so cool, ne? So große Banditenhorden. So 1000 wäre doch mal geil. 1000 Looter. Alter. Hey. Und dann nur mit Kavallerie da durch. Da hinten kommen sie. Oh, falscher Knopf. Oh, egal. Töten wir sie, würde ich sagen. Wer zuerst, mal zuerst. Ah. Gehen wir mal ein bisschen mit unserem Schwert üben. Oh, scheiße, Amboss-Schützen. Wer zuerst, mal zuerst. Was ist das denn hier? Ist das Yingxi? Ich glaub schon, ne? Dass sie sich immer noch halten, ist krass, ne? Do not wear capes. Das ist der Untergang. Kommt nur davon, weil sie Capes tragen. Macht sie alle fertig. Sehr gut. Auftrag erfüllt. Immer noch nicht mitnehmen, wahrscheinlich. Alles kommt mit. Conspiracy Quest available. Oder eher abgeschlossen. So, jetzt holen wir mal Ilsit. Damit wir ihre Armee mal auflösen. Wie sieht's denn hier aus? Das sind 446 Defender. Das sind 677 Defender. Education, Iria. Master at Arms. Machen wir wieder Steward. Leadership. Machen wir beides. Leadership, Steward. Kann man nie was mit falsch machen. Ich überlege, ob ich mal aus einem meiner Kinder eine Kampfsau mache. Man at Arms und dann immer mitnehme. Kampfsau. War das, ne, Wildsau war das, ne? Bei Erik der Wikinger. War das eine Wildsau, ne?
mal, ist ein Riesenfall unter der Brücke. Da unten, da ist der Schatz. So. Jetzt erstmal nochmal meine hier reinlagern. 490, Alter. Wir haben aber überall zu viel Garnison eigentlich. Ne, das ist die Garnison. Das geht also noch. Ich muss lieber ordnen. Jetzt können die Berittenen nochmal richtig leveln. Das wird richtig krass. Die Archikan-Horden können wieder aufleben. Alter, das wird so geil. 270 Kavallerie, Alter. Ich will mal wissen, wie das abgeht. Und ich glaube, batanische Kavallerie könnte auch richtig rocken. Warte, ich lasse gerade mal... Ah, ne, brauche ich ja nicht. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es sagen kann, sie soll die Armee irgendwo hinbringen. Ich sage jetzt erstmal, let me inspect the troops. Ich nehme alle bis auf eine. Irgendwie Sturgeon Peasants hier zwei Stück. So, und jetzt sagen wir ihr... Ja, es ist nur das mit der Roll. Roll. Keep rolling, rolling, rolling. Okay, pass auf, dann... Muss sie jetzt halt... Das muss man im Kleinmenü machen, ne? Okay. Neue Rolle. Warum steht da nicht König oder so? Wenn ich Garrison. Hä, ich hab doch. So viel habe ich gar nicht da reingetan, ne? Triari, cool. Konnte sie nämlich nicht aufwerten, die Looter. Ich glaube tatsächlich. Habe ich das gerade richtig gelesen, dass die Looter... Ich muss gleich nochmal gucken. Ich sag's lieber nicht. Ich bin mal so schäl. So, wir haben Kavallerie 143. Lol, das sind ja immer noch schon krass viele. So, jetzt gehen wir zu meiner Schwester. Ich wollte es schon wieder sagen. Schwester. Halt, Ilse muss mit. Ilse, du bist doch einer von uns. So, jetzt Schwesterherz. Schwesterherz. Oh, Schwesterherz. Ich hoffe, wir haben jetzt längeren Frieden. Pass auf, jetzt ist direkt Krieg. Ich muss mal gucken, ob da noch Garnison reinpasst. Da müsste eigentlich nur was reinpassen. Hauptsache, mein Lehnsgüter verbessern sich. Aber bevor wir jetzt wieder Krieg anfangen, müssen wir unbedingt, wie gesagt, wirklich. Wirklich mal. Ich gehe jetzt erstmal gucken, ob hier noch Platz ist. Ja, das geht noch. Ich müsste eigentlich auch meinen Bruder mitnehmen. Ich müsste aus dem auch eine Armee machen, ja? Eine Ein-Mann-Armee. So, jetzt gibst du erstmal alle deine Einheiten. Und dann geben wir dir auch mal eine Kavallerie-Armee. Alter, wie geil. Let me inspect your troops. Alter, die wird auch so schnell sein. Sortieren. Ah, nee, okay. Ich dachte eben, als ich die Looter geupgradet habe, als wenn auf einmal eine andere Unit-Typ erschienen wäre, als wenn die Looter sich vielleicht doch pro Region anders färben. Jetzt erstmal alles einlösen. Rüberschieben. Ne, nicht hier rüberschieben. Ich hoffe, die folgt mir dann jetzt noch. Müsste eigentlich. Alter, wir haben uns auch direkt den besten Ort ausgesucht, ne? So, Manage Garrison. Garnisonski. Ja, versucht das mal einzunehmen, ihr Lappen. Okay. Ich speichere hier mal ab. Und das müsste das jetzt erstmal voll kriegen, das wird jetzt lang genug dauern. Auf geht's! Nach! Ich meine, wir können auch mal durch die Wüsten gehen und da versuchen, was abzuwehren, aber wir haben ja wenigstens bei denen hier haben wir wenigstens direkt Kavalleristen. Oder fast direkt. Fredmann.
Es ist keiner zu Hause, der aufpasst. Aber egal. Aber schnell sind wir trotzdem nicht. Verstehe ich nicht. Hä? Achso, die werden... Alter, wir sind ja schon echt lahm. Scheiße. Weil die nur eins... Nee, verstehe ich nicht. Ich irgendwie Gefangene oder so? Alter, ich habe nur Kavale... Ah, okay. Ich sehe schon. Dann geben wir die mal... Verscherbeln irgendwo. Wenn jetzt nicht sowieso noch schon alle desertieren. Oder warum auch immer wir so langsam sind. Ich weiß es nicht. Die Atma! Ja, die Atma... Hunter is added to your party. Hä? Hä? Ich lasse jetzt mal die anderen hier. Ich will die gar nicht mitnehmen. Ich will die auch nicht donaten oder so. So sehe ich aus. Weg damit. Ja, auch drei Fians. Ich sehe es schon. Weil sie halt irgendwie keine Kavallerie hat. Fünf Truppen. Jetzt habe ich sie... Ach, ich habe die ihr gegeben? Also sie hat sie schnell aufgesammelt. Egal, wir holen ja jetzt noch. Ist nur noch ein langer Weg. Your relation is increased 2 zu 10. Ja, blöde Dose. Bong. Mann. Aber ich muss sie mitnehmen. Ich brauche meinen Rekrutengaul. Wir fangen bei Markep an. Kann auch am Schnee liegen, glaube ich. Wir haben doch hier Speed 1,7. Aber warum Speed 1,7? Ich vergessen. Ich hab vergessen. Wir brauchen Straßen hier. Unbedingt. Leadfoot Lumbar. Anständig, ne? Stimmt, weil unsere Händlerin da die ganze Zeit rumeiert. Tochter jetzt, die werden wir auch nochmal ein bisschen pushen. Wir müssen jetzt nochmal die Händler durchstöbern, auf jeden Fall. Oh, Leadership-Bonus, sehr gut. So. Möge es Rekruten regnen. Es sei denn, die haben Krieg, dann haben wir Probleme. Okay. Wir nehmen alles mit, ist egal. Ob die vielleicht schon zu gut sind. Da ist der Kaufknopf. Schipeste. Achso, ich wollte mal beim Händler gucken. Jetzt versumpfe ich bestimmt wieder. Erstmal Schmitti. Schmittilein. Hä? Lock. Das gibt's. Oh, Wielpommel. Was auch immer das ist. Wir alle kennen den Wielpommel. Gut, beim nächsten Mal schmieden wir wieder. So, Trade. Mal gucken, ob wir neue Kusaitz-Klamotten haben. Die Fraktion, die alle lieben. Simple Bastard Sword. Vielleicht. One-Handed Sword, One-Handed Sword. Aber ein Bastard Schwert ist ein Einhandhalber. Ein Bastard Schwert ist ein Einhandhalber. Ich nehme mal mit. Ich will das jetzt mal gleich testen. Es gibt doch irgendwo ein Trainingsfeld oder in der Stadt oder was auch immer. Wir verkaufen jetzt mal das hier. Und das hier.
Und das sind unsere Pferdchen und ganz viele Zettel. Heiliger Bimbam. Bimbam. Was haben wir denn hier? Halfsgeld Boarding. Aber wir haben ein ziemlich gutes. Das ist gut. Es ist aber... Doch, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Es ist schön. Und wir haben ein Puyo Blot. Aus Zufall wieder bekommen. Ich glaube... Ich weiß auch nicht. Schwana. Nein, Schwana, habe ich doch den anderen Helm gegeben? Ich wollte das doch eigentlich gar nicht. Ah, egal. Das habe ich voll vergessen. Rüstung. Brasslamell. Oh, warte mal. Oh, ist auch besser als unser William Wallace. Guck mal. William Wallace mal. Das ist ein Heavy Lancer Helmet. Auch nochmal 51. Scheiße. Aber dann sehen wir unser Gesicht nicht mehr. Und das geht ja gar nicht. Wir haben immer noch diesen alten Helm. Plumpt Nomad Helm. Matt. Aber das ist schon nicht schlecht. Aber wir sterben wahrscheinlich sowieso direkt. Wir gehen erstmal nochmal ein bisschen reiten, ja? Jinxie kann ich leider so nicht aufwerten. Ich müsste die eigentlich nochmal zu mir nehmen, aber... 104.000. Shulun auf Schepeste. Ah, der Kehlengesang. Der Heimat! Da sind wir wieder, Männer. Bald werden wir hier wohnen, indem wir alles niederbrennen. Ja. Und dann werden wir es nochmal niederbrennen. Ja. Und dann brennen wir es nieder. Mountain Blade is so great. Ich nehme euch alle Rekrut weg. Ja. Baltakhand. Oh, jetzt die ganze. Ist, okay, pass auf. Das ist jetzt. Wie heißt der? Wir gucken einfach mal. Das ist dann hier. Pass auf. Take charge. Never tires out. It wins wrestles matches. Avoids cross. Dachan is now old enough to play independently with the other children of the estate. You're particularly struck by how he. Er hat Stuart, glaube ich. Intelligence and social. Wins wrestling matches. Fascinating by riddles. Always hits his mark. Intelligenz ist immer wichtig. Ah, oh, was? Echt? Takes charge. Ja. Okay. Ich finde das cool. Das macht es wirklich besser. Ich will auch nochmal hier gucken. Ich will doch nochmal hier gucken. Pferdchen müssen wir mitnehmen. Wie sieht's denn aus eigentlich bei Pferdchen? Samterhorse, Steppehorse. Haben wir auch genug? Dann nehmen wir mal ein paar mit. Steppe-Warhorse nehmen wir mit. Mulis, Alter. Guck mal, wie viele. Aber wir haben was Gutes, wir haben was Gutes. Habe ich jetzt eigentlich das? Nee, das ist noch da. Eastern Steel Mace. Broad Arming Sword. Arming Schwert. Arming Schwert. Armin das Schwert. Longbow. Guck mal hier. Wie erbärmlich. Wo sind die guten Steppebogen? Hä? Keine hier. Weiter geht's. Wir brauchen doch die Steppenbögen. Fralalalalalala. Und ein paar Rekruten hin. Und gleich müssen wir Banditen klatschen. Das wird auch ein bisschen schwer. Weil die alle schneller sind als ich. Ich glaube, ich krieg noch nicht mal mein Ding voll. Oh, hier ist das Tal der... Das Tal der Steppenbanditen. Guck mal.
krass, oder? Jedes Mal. Oh nein. Sturgia. Na toll. Okay. Alter, das wird wieder ein Ritt nach Hause. Mann, die würde ich gerne jagen hier. Die ganzen Gefangenen und so. Wenn ich da stehen bleibe, sehe ich, ob die da Gefangene haben oder nicht. Manchmal kläre ich das hier auf, aber... Na, jetzt haben wir das Sturgia-Krieg. Beim Barial Castle. Da oben. Ah, da gehe ich doch nicht hin. Ich bin nicht wahnsinnig. Na gut. Da müssen wir jetzt wieder Krieg führen. Ist eigentlich Jinx hier am Rekrutieren? Ach, die hat doch schon 81 Leute rekrutiert. Ich muss gar nicht mitbekommen. Alter. Das ist doch super. Da mal zwei, steht doch da. Jetzt müssen wir aber zurück. Aber eigentlich will ich mehr Pferde. Sonst komme ich wieder in einen Krieg, wo ich wieder keine Ruhe finde. Ortengard. Dann machen wir das noch. 16 Prisoner. So viele Banditen. Wie viel hat sie jetzt? 106. Wie viel kann sie haben? Ich meine, das ist schon gut. Ich glaube, wir können jetzt mal Richtung nach Hause gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihr Geld geben muss, aber das kann ich ja nicht. Oh nein. Okay. Wir trennen uns. Weil dann bin ich schneller. Oder auch nicht. Ich verstehe gar nicht, warum ich so lahm bin. Habe ich zu viel dabei? Eigentlich nicht. Was fehlt uns? Zu wenig XP? Oder fehlt ein Pferd? Pferde könnten fehlen. Ich weiß halt nie, was sie brauchen. Oh, sehr schön. Mehr. Ich muss mal mein Inventar zu Hause ein bisschen oder hier mal ein bisschen leeren. Wir haben bestimmt einiges, was ich loswerden muss. Bin ich überladen? Ich bin noch niemals überladen. Ich bin nicht überladen. Waffen. Das. Dies. Alles leer. Alles leer. Weg damit. Die Sattel-Collection. Jetzt neu. Scheiße. Guck mal, es ist auch... Alter, wir haben... Oh Mann, da wird belagert. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob wir das rechtzeitig zurückschaffen. So langsam sind wir jetzt auch nicht. Your Settlement... Oh, jetzt sind sie alles am Plündern. Vielleicht lassen wir meine Tochter doch bei mir. Besser ist das. Weil sonst haben wir ein Problem. Wir können es auch alles erobern lassen.
Wir können alles erobern lassen. Dann habe ich jetzt mal wieder Geldprobleme. Naja, scheiß drauf. Ich will es halten. Ich will jetzt was zu tun. Aber anders ist... Nein! Was? Attack by Mountain Bandits? Boah, die ist auch nicht viel schneller. Wo habe ich denn was? Ich habe einen? Wo? Seht ihr das irgendwo? Ach, nicht ich, Yingxi. Steva Chip, do not pay wages for wounded soldiers. Increase village heart growth rate by 20%. Influence gain from donation troops increased by 5%. Influence gain project boosting is more. Keine Ahnung, ich weiß es nicht so. Sie lebt noch, sehr gut. Ja, sie lebt noch, sie lebt noch. Ich muss ja aufhören. Die Zeit rennt, liebe Leute. Bis zur nächsten Folge, Mountain Blade, Bannerlord. Haut rein.